Der Wald im südlichen Brandenburg bei Treuenbrietzen 2018. Dann kam das Feuer und hinterließ nur Verwüstung. Stadtförster Dietrich Henke gibt eine düstere Prognose. Hier in Brandenburg werden wir wirklich langsam versteppen. Und man muss sich einfach darauf einstellen, dass wir hier einen klaren, extremen Klimawandel vor uns haben. Für ihn ist klar, der menschengemachte Klimawandel ist bittere Realität. Das war so schlimm noch nie fühlbar, muss man es mal so ausdrücken. Wir sind in die Situation in den letzten 10 Jahren gekommen. Also das ist merklich in den letzten 10 Jahren ziemlich krass geworden. Einen Wandel der Temperatur und der klimatischen Voraussetzung wird es immer gehen. Aber dieser ist langfristiger. Wir, durch unsere Aktivitäten, durch die Aktivitäten der Menschheit, wir beschleunigen das. Was nach dem Feuer von den ca. 400 Hektar Wirtschaftswald übrig bleibt, ist pure Zerstörung. Die klimatischen Bedingungen sind auch dieses Jahr dramatisch. Die Dürre und Trockenheit machen die Wiederaufforstung in dieser Steppe fast unmöglich. Die Waldbrandgefahr ist extrem hoch. Nun, in solchen Situationen, wie wir sie jetzt im Sommer und auch letztes Jahr hatten, ist der Wald natürlich relativ stark bedroht, gerade in den nördlichen Regionen Deutschlands, wo die Trockenheit und die Dürre doch krassiert. Dort kommt es immer häufiger zu Brandereignissen. Also alle, die diesen Lebensraum um sich haben, den Waldlebensraum, die müssen damit rechnen, dass es so eben zukünftig auch öfter passieren wird. Ja. In unseren Köpfen ist der Wald ein Selbstverständnis. Er ist einfach da und wir können dort kostenlos die Natur genießen. Doch er ist weitaus mehr als Erholungsgebiet für uns Menschen. Der Wald hat eigentlich drei große Funktionen, die er zu erfüllen hat. Zum einen die Nutzfunktion, dann die Erholungswaldfunktion und dann die Schutzfunktion. Er dient uns einfach als Holzreservoir, weil wir ja auch bestimmte Bedürfnisse haben als Menschheit. Wir bauen Häuser und somit wird es auch immer Nadelholzbedarf geben, denn aus den Nadelhölzern wie Fichte und Kiefer bauen wir eben Häuser. Und Dachstühle und Sonstiges. Wir alle haben diese Feinstaubsituation vor uns, die uns immer wieder bedroht, auch gerade in den Städten. Und das ist eben wichtig für uns, dass wir den Wald auch als Feinstaubfilter oder als Luft- und Boden- und Wasserfilter sehen. Und jeder sucht eine Form der Erholung im Wald. Ob das Radfahrer sind, Wanderer sind, ja, welche Art auch immer man nutzt. Grundsätzlich ist es so, dass man es bisher immer umsonst bekommen hat. Und der Wald braucht hier eine Unterstützung. Unterstützung gibt es von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Ende August 2019 besucht sie unter anderem den Treuenbrietzner Wald und hört den Ausführungen des Stadtförsters zu, zeigt Verständnis. Also Sie haben, nee, ich verstehe Sie total. Sie sagen ganz klar, wenn wir jetzt hier Forschung machen, und Sie haben hier jetzt eine Chance, also im Unglück eine Chance jetzt, die Sie sehen, und sagen, jetzt können wir zum Beispiel am lebenden Objekt sehen, wie sich etwas entwickelt, transformiert zum Beispiel. Doch was nimmt sie mit zum großen Klimagipfel am 20. September in Berlin? Richtig. Und die Borkenkäfer. Wir sind hier in der Kiefer, wir haben andere Probleme. Noch, wir müssen wirklich Mischwälder und Standort angepasst auch aufforsten. Und wir brauchen eben auch klimastressresistente Setzlinge. Wir müssen zusammenarbeiten mit den Baumschulen. Also um es kurz zu machen, wir brauchen ein mehrere Millionen Bäume Programm. Und da müssen wir Hand in Hand gehen und brauchen Fachleute, Wissenschaft. Das ist das, wo wir jetzt gerade dran sind. Dietrich Henkes Anliegen ist die Prävention von solchen Katastrophen. Keine Monokultur, kein Kahlschlag, der zu einer solchen Versteppung führt, sondern naturnaher Waldumbau. Darin sieht er die Lösung. Dass wir die Gesellschaft dahingehend erziehen, mit dem Wald umzugehen und ihn auch entsprechend in einem gewissen Waldbild verankern. Dieses Waldbild darf eben nicht reine Kiefer und reine Fichte heißen, sondern dieses Waldbild muss Mischwald heißen. Der Stadtförster scheint mit seiner Arbeit erfolgreich zu sein. Nun ist es an Gesellschaft und Politik, den Wald zu retten.